Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone mit Medium Nature. Und ja, wir haben letzte Folge einen Sieg und eine Niederlage mit unserem Schamanen vor uns verbucht und wir setzen unsere Arena-Reise einfach mal fort. Schauen, wie viel wir noch rausholen können. Ich hoffe ja zumindest, dass wir die beiden Questbelohnungen noch absahnen. Und dass wir ein bisschen angenehmere Gegner kriegen als der letzten Schamanen, den wir hatten, der uns ja so überrollt hat. So, wieder gegen den Schamanen. Und wir haben wieder eine. Da können wir einfach nur alles weglegen und hoffen, dass man bessere Sachen zieht. Anderes bleibt uns da nicht übrig. Ja, das ist zumindest ein bisschen besser, um den Gegner unter Kontrolle zu halten, aber natürlich nichts, um in die Offensive zu gehen. Das ist ein bisschen schade. So, den Ritzelmeister, den räumen wir auch direkt wieder weg. Ab dafür. So, jetzt haben wir nächste Runde natürlich auch wieder nur ein Mana. Das können wir aber mit der Münze die Mikromaschine trotzdem rausbringen. So, wieder ein Armani-Berserker. Das. Ja, wie machen wir das? Geben wir die Münze und die Maschine, dann ist sie weg. Jetzt bleibt uns aber gerade nichts anderes übrig. Da groß viel Platz haben wir da gerade nicht. Können wir gerade nur das Mindeste machen. Wir müssen nur hoffen, dass er die Mikromaschine stehen lässt erstmal und erstmal was anderes ausspielt, um direkt anzugreifen. No, und da ist natürlich leider Gottes unsere Mikromaschine vom irren Bomber erwischt worden. Ja, gut, das ist halt gerade Pech. Die räumen wir jetzt mal mit zwei Zaubern weg. Kann man leider auch gerade nicht anders regeln. Nächste Runde dann auch wieder nur zwei Mana-Kristalle. Reicht, um unser Totem zu beschwören. Können wir nur hoffen, dass wir ein bisschen was Offensiveres gleich ein bisschen ziehen. Um ein bisschen rauszukommen. So, ja, der bringt uns auch halt erstmal noch überhaupt nichts. Der Kamerad. Er ist eher was für später. Ja, und wir kommen gerade nicht so richtig voran. Und sagen, wirbelnder Zappomat, gut und schön, aber der ist halt auch sofort wieder abgeräumt. Deswegen möchte ich den eigentlich gerade noch gar nicht so wirklich ausspielen. Nehmen wir jetzt erstmal das hier. Dem Totem ist okay. Nächste Runde können wir Herr der Arena rausbringen. Und ja, gucken, dass wir noch irgendwie was. Mal ein Gabelblitz wäre schön. Hatte ich erwartet, dass er das so macht. Damit alle seine Monster am Leben bleiben, natürlich. Und da kriegen wir den Windsprecher. Windsprecher. So. Ja, Herr der Arena oder Wirbelnder Zappomat. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Herrn der Arena, auch wenn er gleich wahrscheinlich draufgehen wird. Aber das können wir gerade nicht anders machen. Wäre ganz schön, wenn er stehen bleiben würde, natürlich. Aber ich glaube, das wird er nicht so ganz zulassen und wahrscheinlich kommt da sogar noch das Hex. Jawohl. Lügenbrecher-Schamane.
würde ich mal rausbringen, zusammen mit der Heilung des Ahnen bringt gerade nicht so sehr viel. Machen wir trotzdem mal. Einfach damit wir ein bisschen mehr Defensive reinkriegen. Vielleicht doch mal wieder die Bordkontrolle zu gewinnen. Oh, das ist gerade etwas frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir da einfach keinerlei Licht sehen am Ende des Tunnels. Aber solche Spiele gehören dann immer auch dazu, das sind, wo man halt das Gefühl hat, dass der Gegner sofort immer den passenden Konter zu seinem Spiel auf der Hand hat. Aber ja, letztendlich darf man sich von sowas natürlich auch nicht entmutigen lassen. Hier ist es auch schon wieder vorbei, das Spiel. Kommt jetzt nochmal ein Hex. Eine Eule. Okay, damit hat sich sowieso. Gut, zweite verloren. Schamane wieder. Ich hoffe, dass wir gleich mal ein Spiel haben, wo wir wieder eine vernünftige Starthand bekommen. Aber ja, es scheint auch, dass wir so ein bisschen in diesem Deck so ein bisschen zu viele Zauber drin haben, ein bisschen zu wenig Monster. Und dass wir auch deswegen ein bisschen zu hart von den Gegnern dominiert werden. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir einfach gleich noch einen Win zumindest mitnehmen. Einfach natürlich zum einen wegen den besseren Preisen und zum anderen, um die Quest zu erfüllen. So, schwarzer Ritter legen wir erstmal wieder weg. Bei Angriffskolben lassen wir mal auf der Hand. Ach Gott, es ist gerade so ein bisschen verhext. Wir legen eine hohe Karte weg, kriegen die nächste hohe Karte rein. Dabei haben wir gar nicht so viele hohe Karten drin. Das ist halt das Wunderliche. Und das sind Karten, die kriegen wir jedes Spiel im Moment. Naja, was will man machen? Hoffe ich eigentlich nur, dass wir hier eher einen gemächlicheren Kameraden haben, der nicht so extrem auf Aggro spielt. Und der vor allem was tut. Aber der scheint gerade so ein bisschen auf. Ah, jetzt passiert was. Ja. Zug, klar. Der Warper ist hier natürlich ziemlich nett. Suggeriert dem Gegner auch so ein bisschen, dass man natürlich noch mehr Mech aus der Hand hat, die man gleich in der nächsten Runde rauspowern will. Und zieht dann eventuell so die ein oder andere. Defensive raus. So, und da haben wir auch den Nephotron. Perfekt. Können wir noch mit Blitzschlag kombinieren, um den direkt wieder abzuräumen. So, das ist ein Todesröcheln-Effekt, alles klar. Nächste Runde kommen wir nochmal. So, der Rätselmeister wieder. Oh, das ist schön mit Windzorn. Und dann sterben wir doch einmal. Ja, was ist los? Na? So, jetzt aber volles Leben wieder hergestellt. Räumen wir direkt mal wieder ab. Den lassen wir erstmal stehen für nächste Runde für den Kolben. Weil damit wird er jetzt wahrscheinlich erstmal nur den Nervotron abräumen. Nehme ich mal zumindest an. Auf jeden Fall wird er wahrscheinlich nicht so schnell an unseren beiden Spottern vorbeikommen. Kommt der Schredder. Okay.
Das ist natürlich noch schöner für uns, weil dann sparen wir uns das Ganze. So, dann einmal den. Dann ziehen wir den Streitantriebskolben. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den mit. Und knallen mal hier den Spreader weg. Ja, das ist natürlich ein Traum. So soll es sein. So, schauen wir mal. Jetzt kommt. Ich hoffe, dass wir die nächste Runde dann hier den Nervotron irgendwo reintraden können, damit der Streitangriffskolben auf jeden Fall hier drauf geht. Das können wir auch. Das ist sehr, sehr schön. 5 Mana, dann nehmen wir den Dünenbrecher mit. Das Ganze machen wir so. Und dann wird auf jeden Fall er hier gebufft. Dann können wir nämlich für 10 rein traden. Auf jeden Fall der bessere Trade gewesen. Und nächste Runde haben wir. Ach ne, haben wir nicht. Okay, ganz vergessen, dass wir in nächste Runde wieder einen Mana gesperrt haben. So, da werden wir auf jeden Fall erstmal den Dünensprecher-Schamanen nutzen, um versuchen zu wegzumachen. Es klappt beides mal nicht, aber es reicht schon, um ihn zu besiegen. Das ist auch okay. Also wieder ein schönerer Win. Das Ganze und damit haben wir auch unsere Quest erfüllt, wie erhofft. So soll das Deck funktionieren. Das ist natürlich, das war jetzt gerade wieder ideal. Und dann sieht, da sieht, dabei sieht man halt auch immer wieder, dass natürlich bei so Spielen wie Hearthstone auch wieder eine Schippe Glück dabei ist, dass man gerade in der Arena das Richtige zieht, dann auch zum richtigen Moment. So, wir haben zwar zwei Spiele hinter uns, aber es waren zwei schnelle Spiele. Deswegen habe ich einfach jetzt noch eins und hoffe, dass das ein genauso schnelles wird. Ansonsten gibt es einfach eine längere Folge diesmal. So, da haben wir auch schon den würdigen Gegner gefunden. Gegen einen Mage. So, das ist eigentlich ganz okay, die Hand. Dann lassen wir nur den Ansturmkommandanten erstmal weg. Immer für den Großwildjäger. Der ist zwar auch eher fürs Late Game gedacht, aber ist schon okay. So, einmal die Grüße. Da kommt direkt die Münze. Also Jongleur. Nehmen wir direkt mal. Ach, den können wir eigentlich nur mit dem Blitzschlag beseitigen. Reicht aus. Aber gar nicht beides. Dann können wir uns den Erdschock aufheben für gleich. Hier zum Beispiel. So, zwei Mana. Da. Wir, ja, was wir machen, spielen das Totem oder den Mecha Warper. Ich würde sagen, wir nehmen den Mecha Warper mit. Wir haben ja sowieso noch einen zweiten auf der Hand. Eklig, die Flammenkanone. Gut, das lässt sich riesig gerade nicht vermeiden. Da werden wir jetzt auf jeden Fall alle hier den Airstock mitnehmen, um den mal zu silenzen. Damit er mich noch mehr Unfug macht. Kleine Zauberblockerin. Okay. Gabelblitzschlag. Das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Dann sagen wir, spielen ihn aber trotzdem aus. Ja, fast. Fast perfekt.
dagegen ist ein bisschen eklig. Ja, ziemlich gut getradet, muss man ganz klar sagen. Und können wir aber jetzt erstmal den Zeppomat spielen. Mana haben wir nicht mehr genug. Aber wir können noch ein Totem spielen, können hoffen, dass es ein Spott-Totem ist. Das ist es leider nicht. Dann nehmen wir zumindest die weg, damit die nicht mehr immun sind. Auf jeden Fall anzunehmen, dass er aus dem Berserker gleich mal ein bisschen was Größeres macht. Okay. So, und dann verleihen wir dem. Ja, das reicht nicht ganz aus, um den perfiden Plan umzusetzen, den ich hatte. Dann hoffen wir erstmal auf Spott-Totem. Ja, da kommt's auch. Räumen wir den mal weg. Dann wird er jetzt erstmal das Spott-Totem beiseite rücken müssen. Und ich hoffe ja, dass er dann auf jeden Fall auf die 8 hochgeht, dann haben wir auf jeden Fall Futter für den Großwildjäger. So, das ist auch passiert. Dann nehmen wir mal den Großwildjäger mit. Und ziehen noch eine Karte. Und dann können wir noch ein Totem rausbringen. So, haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen die Bordkontrolle zurück. Jetzt kann natürlich auch jederzeit ein Flammenstoß kommen. Hoffen wir mal, dass das erstmal nicht der Fall ist. So, der Streitangriffskolben, der kommt uns natürlich jetzt ziemlich gelegen, um da mal aufzuräumen. Und jetzt können wir natürlich mit dem Windsprecher, den Windsprecher mal hier drauf. Und dann gucken wir mal, was wir für ein Totem kriegen. Heilungstotem. So. Dann haben wir den dicken Ogre auch weg. Finde ich die ganz okay Trade. Zauberlehrling. Und der Heilbot. Heilbot ist auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall was für den Power Maze. Aber dann nehmen wir erst bei den. Ja doch, nehmen wir, machen wir das Ganze so. Schließen den mal ab. Das machen wir mit dem Heilungstotem. Kriegen das Spotter-Totem rein. Und ich habe mir derzeit keinen, deswegen lassen wir den Power Maze erstmal da, wo er ist. Und schauen mal, dass wir gleich einen Mech ziehen. So, Jägerin der Klingenhauer. Alles klärchen. Die könnten wir da rein traden. Das machen wir auch einmal. Können wir hier nämlich mitnehmen. Holen wir nochmal ein Totem raus. Und das kann man auf jeden Fall so machen. So, Power Maze lassen wir erstmal nochmal da. Das passt schon so. Ist das jetzt auf jeden Fall erstmal wieder an. Kommt der noch?
Das einmal noch. Silbermond wird nicht fallen. Aber das ist jetzt hier nicht so wild. So, da haben wir einen Hex für den zweiten. Das ist schön. Dann können wir den hier einmal mal reintraden. Ich hoffe, dass wir jetzt bald mal so ein Mech ziehen. Gut, spätestens nächste Runde, wenn jetzt nichts Großes kommt, hat sich das sowieso. Oder auch nicht. Mal gucken. 5. Da haben wir doch unseren Mech. Hervorragend. Räumen wir den mal weg. Und auch erstmal ein Spotter. Gut gespielt, sagt er. Ich denke mal, das wird es dann für ihn gewesen sein. Da haben wir nochmal einen Sieg eingefahren. Super gut. Holen wir zum Ende raus dann doch noch ein bisschen was raus. 3 Siege. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sprich, den Einsatz haben wir mit allem drum und dran raus. Ja, gut, damit war es das auch erstmal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben für das Video da. Und am besten auch noch ein Abo für den Kanal. Würde ich mich freuen drüber. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nature. Macht's gut.